Der Händelwagen von Ama Chishti ist eine Institution auf der Schwanthaler Höhe. Seit 37 Jahren betreibt Chishti hier seinen Imbiss. Aber so etwas hat er bisher noch nicht erlebt. Am Tag nach Allerheiligen entdeckt er Trittspuren und Beulen an der Fahrerkabine und der Oberseite seines Grillwagens. Fotos von Anwohnern zeigen den Grund. Ein liebestolles Pärchen ist ihm buchstäblich aufs Dach gestiegen und hat sich dort eine Zeit lang vergnügt. Kann man nur den Kopf schütteln und kann man nichts vorstellen, dass jemand sowas auf die Gedanken kommt, dass man auf eine Händelbraterei aufsteigt und zwei Leute schon zwei zusammen aufsteigen und dann auf die Fette und in der schwarzen Fläche so einfach hinliegen. Das ist für mich einfach unvorstellbar. Oben auf dem Dach haben sich Ruß und Fette abgelagert. Dass sich jemand diese Umgebung für Liebesspiele aussucht, das kann Chishti überhaupt nicht verstehen. Und er ist auch sauer, denn das unbekannte Pärchen hat ihm mit dem eingedellten Dach und kaputten Dichtungen mehrere tausend Euro Schaden hinterlassen. Vollkasko versichert bin ich nicht, aber halt muss ich diesen Schaden selber tragen. Oder wenn ich mal diese Personen finde, wie ich habe bei Polizei schon Anzeige erstattet. Immerhin hat er durch die mediale Aufmerksamkeit auch ein paar neue Kunden gewonnen. Leute kommen vorbei und wollen wissen, ob die Geschichte tatsächlich wahr ist. Ama Chishti und sein Händelgrill, der manche offenbar liebestoll macht, sind das Tagesgespräch. Auch, aber nicht nur, auf der Schwanthaler Höhe.